Auch in Rannersdorf wurde der 1. Mai gefeiert. Die SPÖ-Sektion Rannersdorf versorgte die Gäste mit gegrillten sowie mit selbstgebackenen und unterhielt mit einem DJ. Heute ist es der 1. Mai. Hier in Rannersdorf haben Sie ein Fest. Was genau feiern Sie? Hauptsächlich die Zusammenkunft Gleichgesinnter, die gerne feiern, auch gerne daran denken, was hinter dem 1. Mai steht. Rannersdorfer Familie trifft sich alle Jahre wieder. Und was steht hinter dem 1. Mai? Tag der Arbeit, langer Kampf. Es sind natürlich sehr viele Senioren da, die einfach wissen, was dahinter steckt, wie es war, wie die 38,5-Stunden-Woche noch nicht war, Urlaubszeit noch nicht so lange war. Kommt immer wieder zu Gesprächen in dieser Richtung. Es ist halt schade, dass die Jugend das heutzutage eigentlich alles für selbstverständlich nimmt. Aber gerade eben der 1. Mai bietet sich da an, in Erinnerungen zu schwelgen auch. Und in Rannersdorf kommen die Leute, wenn sie eingeladen werden? Es funktioniert ganz toll, ja. Es haben sich auch noch einige Leute angekündigt. Es werden sicherlich die Tische noch voller werden. Und eines, was natürlich bei uns ist, muss ich jetzt schon sagen, wir haben den Vorteil, oder es freut uns sehr, dass der Herr Bohmer, der an und für sich jetzt wirklich schon in Pension ist, trotzdem immer wieder die Würstchen für uns machen dort und Leberkäse. Und das ist dann doch Spezialität einmal im Jahr.